Wichtig ist, dass es gibt Publikum da im Wettkampf und auch in der Show, und alle Läufer, die möchten einfach die beste Leistung zeigen für das Publikum. Es ist im Wettkampf so, aber auch in der Show, und wir möchten gern schon schwierige technische Elemente zeigen, aber es ist auch ein Show und man muss noch Emotionen bringen, und in der Show denke ich, es ist mehr einfach, diese Emotionen zu bringen, weil du hast keinen Stress von Medaillen oder von Punkten. Es ist einfach deine Leistung, und das finde ich einfach super in der Show, nur für das Publikum zu laufen. Bei den richtigen Wettkämpfen, da geht es darum, einfach die Elemente sauber zu präsentieren, so viele wie möglich Punkte abzusahnen, das Schwierigkeitsniveau so hoch wie möglich anzusetzen, um halt am Ende die meisten Punkte halt zu bekommen. Und bei einer Show wie jetzt hier bei der Eiskala Davos geht es natürlich darum, dass alle gemeinsam halt einen schönen Abend verleben, also wir als Sportler auf dem Eis und die Zuschauer natürlich auch, die sich ein Ticket kaufen und sagen, okay, sie wollen einfach mal 2 Stunden entertained werden, und da geht es wirklich darum, Elemente zu zeigen, die halt beiden Seiten gefallen, und da wird einfach mit Applaus bewertet.
Ja, ich glaube, für das Publikum ist eben interessant, zum Beispiel auch gesungene Musik, mal die Läufer von einer anderen Seite zu sehen. Man kann Elemente machen, Show-Elemente, die im Wettkampf nicht erlaubt sind, wie Salto, verschiedene Pirouetten, Slides auf dem Eis. Also einfach Figuren, die vielleicht attraktiv aussehen, aber im Wettkampf keine Punkte geben. Und ja, ich glaube, das ist die Hauptsache. Und auch mit Licht zum Beispiel und einfach viel mehr tänzerische Freiheit haben.